Heute haben sich in Berlin die Union und Grüne zu Sondierungsgesprächen getroffen, um über ein neues Regierungsbündnis zu sprechen. Für die Grünen ist neben den Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck unter anderem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann dabei. Der kennt sich nämlich mit Gesprächen mit der Union aus, denn er regiert schon zum zweiten Mal mit der CDU. Kanzlerkandidat wirbt weiterhin für eine sogenannte Jamaika-Koalition. Die Grünen wollen jetzt weitere Gespräche mit der FDP angehen. Die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Und Luka Simonis hat mal mit dem Politologen Professor Dr. Thomas König von der Uni Mannheim mal gesprochen. Herr Professor König, Armin Laschet hat heute gesagt, die CDU hat diese Wahl nicht gewonnen, wir liegen auf Platz 2. Er und seine Partei sind weiter angeschlagen. Ist denn eine Jamaika-Koalition nach den Gesprächen heute weiterhin eine Option? Die Jamaika-Koalition ist wahrscheinlich die Rückfalloption, nämlich für den Fall, dass die Ampelkoalition mit SPD, Grünen und FDP nicht zustande kommt. Was würde denn ein Scheitern von Jamaika für Armin Laschet und die CDU als Ganzes bedeuten? Für die CDU selbst steht wahrscheinlich nach der Entscheidung vielleicht auch für die Ampelkoalition die Frage im Raum, wie sie sich erneuern möchte, und zwar personell wie auch inhaltlich, sodass man davon ausgehen kann, dass sobald klar ist, dass die CDU nicht an der Regierung beteiligt sein wird, es zum großen Reinemachen kommen wird in der CDU. Frau Baerbock hat heute noch einmal betont, dass Union und Grüne vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen eher weiter auseinander liegen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Parteien trotzdem noch genug Gemeinsames für eine Koalition finden? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man sich einigt. Das eine ist, man versucht sozusagen in jedem Themenbereich eine gemeinsame Lösung zu finden. Und hier dürfte im gesellschaftspolitischen Bereich vor allem die Migrationsfrage im Wege stehen, sich zwischen Grün und Union auf einen gemeinsamen Kompromiss einigen zu können. Wenn man die bundesweiten Wahlergebnisse mit denen aus der Region vergleicht, dann sieht man, dass alle möglichen Jamaika-Koalitionspartner hier in der Region besser abgeschnitten haben. Woran könnte das denn liegen? Und gibt es da womöglich eine Vorliebe für Jamaika in der RON-Region zu erkennen? Naja, ich denke, dass in Baden-Württemberg zumindest mit Grün-Schwarz eine doch eher konservativere Ausrichtung in der Regierungspolitik zu finden ist, mit der man recht gute Erfahrungen macht. Dasselbe gilt allerdings auch für die Ampel in Rheinland-Pfalz. Dennoch kann man sagen, in Rheinland-Pfalz regiert ja die FDP mit, und die FDP gehört ja auch zu den Gewinnern dieser Wahl, während die CDU tatsächlich hier in Baden-Württemberg besser als im Bundestrend abgeschnitten hat. Das kann allerdings auch daran liegen, dass im ländlichen Raum noch eine deutlichere Bindung zur Union besteht und auch die Direktkandidaten hier sich noch durchgesetzt haben. Eine kurze Frage zum Schluss noch. Wie sinnvoll ist es eigentlich, dass sich immer nur zwei Parteien zum Sondieren treffen, obwohl doch letztlich drei Koalitionspartner benötigt werden? Am Ende wird man sich sicherlich zu dritt auch treffen, aber am Anfang möchte man wahrscheinlich den Eindruck vermeiden, dass zwei gegen einen argumentieren. Das haben wir auch während der Triels erlebt. Und dadurch würde man natürlich eher den Eindruck auch verstärken, dass eine Partei sich nicht durchsetzen kann in einer solchen Dreierkonstellation. Herr Professor König, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitteschön.